Ich engagiere mich für die Aufklärung über diabetische Neuropathie, weil diese Komplikation des Diabetes eine schwerwiegende ist. Sie betrifft etwa 30% aller Menschen mit Diabetes und kann schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel Schmerzen, die die Patienten sehr quälen können und die Lebensqualität sehr beeinträchtigen können. Andererseits kann die schmerzlose Neuropathie schmerzlose Fußulzera zur Folge haben, die letztlich zu Amputationen führen können. Wir haben im Rahmen der Aufklärungsinitiative herausgefunden, dass 70% der Patienten, bei denen wir eine Neuropathie diagnostiziert haben, nicht wussten, dass sie eine Neuropathie haben. Das ist schon erschreckende Zahlen. Und jetzt in der Nachbeobachtung der PROTECT-Studie haben wir gesehen, dass 70% der Patienten oder der Betroffenen, die Symptome der Neuropathie haben, keinerlei Therapie für die Neuropathie und auch die Symptome bekommen. Die moderne Therapie der diabetischen Polyneuropathie basiert auf drei Säulen. Einerseits eine Verbesserung der Stoffwechseleinstellung, eine Veränderung der Lifestyle unserer Patienten. Wir haben hinterher die Möglichkeit, mit pathogenetisch wirksamen Substanzen, wie zum Beispiel die Alpha-Liponsäure oder Benfotiamin, zu behandeln. Das sind Substanzen, die nicht nur die Symptome beeinflussen, sondern auch den Verlauf der Erkrankung. Und natürlich die dritte Säule besteht aus einer symptomatischen Therapie, zum Beispiel Antikonvulsiva, Antidepressiva oder Opioiden. Der Stellenwert der Neuropathie ist ganz entscheidend für das Entstehen eines diabetischen Fußsyndroms. Es ist die Grundlage, warum überhaupt eine Problematik im unteren Bereich des Fußes bei Menschen mit Diabetes entsteht. Die Neuropathie mit der Schmerzunempfindlichkeit der gestörten Hautfunktion und Barrierefunktion führt zu Verletzungen, die dann wenig und schlecht heilen. Komplikationen des Diabetes im Bereich des Fußes lassen sich vermeiden, indem der Patient zum einen aufgeklärt und geschult ist, selbstständig auch die Füße zu inspizieren und die Füße auch dementsprechend zu pflegen. An die Kollegen möchte ich appellieren, ihre Patienten mit nicht heilenden Wunden frühzeitig in spezialisierten Einrichtungen vorzustellen. Mein Appell an den Kollegen ist eigentlich ganz trivial, und zwar, dass sich die Kollegen die Füße der Patienten mit Diabetes immer anschauen, wenn die Patienten vorbeischauen, und dass sie konsequent auch die Voraussetzungen des DNPs umsetzen, und das ist mindestens einmal im Jahr ein Screening auf diabetische Polyneuropathie durchzuführen. Ich möchte an die Kollegen appellieren, die diabetische Neuropathie nicht zu unterschätzen. Und das bedeutet, dass man wirklich Patienten entsprechend auch den Leitlinienempfehlungen regelmäßig untersucht, mit Hilfe einfacher Bedside-Tests, die auch nicht keine lange Untersuchungsdauer erfordern, und das regelmäßig tut, ab Diagnosestellung mindestens einmal pro Jahr. Und das ist wichtig, um letztlich rechtzeitig eine Therapie zu veranlassen und zu initiieren, sodass sich diese wirklich dann auch irreversiblen Formen oder schweren Formen gar nicht erst entwickeln können.